Grün wie die Natur. Grün als Lebenseinstellung. Grün wie das neue Heft von der Schweizer Illustrierten. Und grün wie... Chlorophyll. Tanja Frieden, die Schweizer Profi-Snowboarderin, gibt dem allerersten Titelbild ihres Gesicht. Das nicht nur, weil sie sich in der freien Natur so richtig daheim fühlt, sondern auch, weil sie sich auf einer Skala von 1 bis 10 als sehr umweltbewusst bezeichnet. Ich lebe durch das Grüne, ich lebe durch die Natur. Sport selber, ich mache nicht das Gewasch, das in der Zaun ist. Also ich bin sehr auf die Natur angewiesen und dementsprechend würde ich mich auch schon auf die 6 tun. Sechs Punkte also von 10. Dass die 32-Jährige sich selber keine bessere Note gibt, hat seine Gründe. Also das Snowboard allein wäre nicht so das Problem. Also es ist sicher die Wege, die dazu führen. Bei mir, wenn ich im Weltcup unterwegs bin, haben wir eben Weltcup. Also auf der ganzen Kugel haben wir irgendwelche Wettkämpfe. Und das heisst, dass ich dementsprechend rumfliege. Und das ist sicher die grösste Sünde, die ich mache. Und eben auf den Gletschern. Einerseits ist es gut, es bringt dem die Berührung zur Natur näher. Und andererseits ist das schon immer so eine Gratwanderung. Aber hey, das ist in dem Sinne mein Job. Ich bin jemand, der bewusst das so wahrnimmt. Aber ich kann da nicht ein Pfarrer sein in dem Sinn. Und trotzdem können sich ihrer Meinung nach alle noch mehr für die Umwelt einsetzen. Klar, dass es momentan ein bisschen cool ist, wenn man auf dieser Welle schwimmt. Aber es ist mir lieber, man schwimmt auf dieser, als wenn man auf einer schwimmt, was sich überhaupt nicht überlegt. Und darum, das einzige Schwierige finde ich dort drin, überhaupt noch die Übersicht zu haben, was ist wirklich nachhaltig. Das ist die Schwierigkeit. Aber sonst muss ich sagen, ist es höchste Zeit. Höchste Zeit also für Grün.